dann müsstet ihr euch alle den Jennö als Grube vorstellen, denn der Jennö wird gleich ein Relikt aus den Archiven beitragen, eine Rede von Bahnchef, Ex-Bahnchef Grube bei der Grundsteinlegung, wo er viele Versprechungen hat, an denen er sich heute messen lassen muss und überhaupt der ganze Aufsichtsrat. Ja, liebe Freunde, was wir eben da gemacht haben mit der Rolltreppenaktion, das zeigt ja auch ein bisschen die Qualität einer Bewegung. Das war wunderbar, das war sehr diszipliniert. Ich hoffe, das hat auch sehr schöne Bilder gegeben. Jetzt kommen noch zwei Beiträge und dann machen wir einen großen Schwabenstreich. Der eine Beitrag ist Grube Jennö, wie gesagt. Und der andere Beitrag, da wird Andi Kegreis eine Botschaft vom Weltwirtschaftsforum in Genf, wo unser Freund Henning Zierock, der sonst immer bei unseren Aufsichtsratssitzungen, unserer Begleitung der Aufsichtsratssitzung dabei ist, das wird der Andi Kegreis vortragen. Jetzt kommt mit oder ohne Maske der Jennö. Also Originalton Rüdiger Grube in Stuttgart anlässlich der Grundsteinlegung vom Bahnhofstor. Bei der jetzt abgeschlossenen ersten Bestandsaufnahme nach 2012 wurden neue Kostenrisiken identifiziert. Ja, dafür, meine Damen und Herren, gibt es aber ausreichend Vorsorgepositionen im Finanzierungsrahmen. Ich sage es auch hier ganz deutlich, selbst wenn alle Kostenrisiken eintreten, bliebe Stuttgart 21 innerhalb des Finanzierungsrahmens in Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Fest steht heute, wir wollen das Vertrauen, dass man den Projektpartnern Bund, Land, Stadt und Region und DB entgegenbringt, weiter hochhalten. Und dazu gehört maximale Transparenz und, meine Damen und Herren, und schlichtweg Ehrlichkeit. Vielen Dank, Herr Grube.